erzähle ich dir später. Aber ich habe schon was gesehen. Da ganz hinten am Rand. Da ja, schwarz-weiß, ja. Lichter und ich nenne es Kuh. Du bist auch eine Kuh. Ich glaube, da steht so ein Reh da hinten. Ja, bestimmt. Schöner Bock, glaube ich. Ja, ganz sicher. Ein Zwölfender. Nee, ein bisschen kleiner ist er. Ach so. Mh. Aber das ist ja interessant. An diesem Gebiet hier, da ist ja alles vorhanden. Ne? Schwarzwild, ne? Und Niederwild, alles. Weil hier Moore sind oder was? Ja, was genau. War das? Das sind die Herrenburger Moore. Ja. Südlich von Herrenburg, ganz im Nordwesten Mecklenburg-Vorpommerns und ein Paradies für Schwarzwild. Ne? Weidmannsheil. Ja. Mhm. Aber nicht nur Schwarzwild, wir beschäftigen uns ja auch noch mit anderen Wild. Ne? Ja. Kormorane beispielsweise. Das ist wild. Ja, ja. Typisches Wild. Ja, ja, die Muffelwild. Dürfen, die dürfen geschossen werden. Muffelwild. Muffelwild finde ich immer schön. Rotwild. Rotwild, Rotwild ja. Und Schleppjagd und Rückjagd und Treibjagd. Ne? Treibjagd. Ich war ja mal auf einer Treibjagd, ne? Da hätten sie ja fast einen Jäger abgeschossen. Ne? Passiert das nicht dauernd? Nee, ganz selten mal. Aber wenn, deshalb sind die auch gekennzeichnet mit so roten Leibchen, ne? Damit man nicht drauf schießt. Ne? Mhm. Und du warst Treiber, wirst du bestimmt gleich ja, erzählen. Wir haben immer drauf auf den Busch gekloppt und Haas, Haas, Haas gerufen. Haas, Haas, Haas. Ja, ja, ja. Und dann kommen die raus, hüpfen raus. Ja, und wenn man jetzt Wildschwein, dann ruft man Schwein, 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 nee, oder? Nee, das macht man bei einer Drückjagd beispielsweise. Die drückt man so aus dem Sumpf raus, weil die hängen ja fest. Ja, ja. Manchmal, ne? Und so in der Dämmerung, da kommen die dann raus. Und das wäre jetzt alles, was machst du für ein Gepiepe gerade? Das ist so eine Butolo. Ja, Butolo. Blatter, also so ein Lockruf ist das. Für? Oh, so Rehwild, ne? Aber die Blatterzeit ist ja so Anfang nicht. August, das ist um Vögel anzulocken. Nee, die, ne? Na gut, das wirst du mir alles jetzt noch erklären und ich werde das alles schön brav lernen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal eine richtig schöne, elegante Hubertusjagd an. Selbst wenn der heilige Hubertus ein Langschläfer sein sollte, diese fröhlichen Töne haben ihn bestimmt aus den Federn gerissen. Seine irdischen Verehrer blasen zur Jagd, eine verschworene Gemeinschaft zwischen Brauchtum und Signalfarbe. Und bevor der erste Schuss fällt, bringt der Jagdleiter noch die Vorschriften zur Strecke. Wie üblich bei uns auf unseren Yachten wünsche ich, dass keine Automaten und halbautomatischen Waffen eingesetzt werden. Wir haben Wild in ausreichender Stückzahl da und das kann jeder weitgerecht jagen, muss also nicht seine Schießkünste hier offerieren. 130 Jäger gehen an diesem Morgen auf die Pirsch, darunter Gäste aus Brandenburg und Niedersachsen, aus Belgien und Amerika. Jeder Hochsitz ist bemannt, hinter jedem zweiten Baum wartet ein Weidgenosse. Und was als geselliges Treiben begonnen hat, wird auf einmal ein ganz einsames Geschäft. Die Stille vor dem Schuss. Den Wald mit Blicken durchdringen und warten auf den Wildwechsel. Mit etwas Glück kommt sogar eine Rarität vors Rohr, wie dieser Muffelwidder. Die Bache ist zwar nicht zum Abschuss freigegeben, aber sie führt ein paar Frischlinge mit sich. Und von diesen gibt's zu viele im Wald. Und so erleben einige nachwachsende Schwarzkittel ihren letzten Vormittag in freier Wildbahn. So eine Ansitzdrückjagd ist alles andere als ein reines Vergnügen. 500 Stück Schalenwild stehen auf dem Abschussplan für dieses Jahr und der muss erstmal erfüllt werden. Für Rehkeule und Hirschrücken interessieren sich dabei die wenigsten. Was mir hier gefällt, ist ja schon sicherlich das erste Mal das Revier. Auch wie man hier die Jagd, wie sagt man das im Deutsch, wie man die Jagd ausübt. Mit der Tradition dabei, mit der Bläser dabei, alles dabei, das ist ja schon sehr hervorragend. Das kennt man nicht in Belgien. Und während die Jagdhelfer den Kühen und Kälbern, den Sauen und Frischlingen die letzte Ehre erweisen, kann der Jagdleiter eine ansehnliche Strecke betrachten und ist zufrieden. Einige hatten besonders Weidmannsheil, in dem sie mehrfach zu Schuss erfolgreich gekommen sind und einige hatten einmal. Es gab auch den einen oder anderen, der vielleicht nicht genau dahin getroffen hat, wo er wollte. Aber auch das kommt bei dieser Jagd vor. Und selbst Hubertus muss beglückt sein. Denn das große Halali drang ganz sauber an seine heiligen Lauscher. So, wir sind jetzt auf der Suche nach Emma. Emma ist eine zahme Sau. Da hinten ist sie. Und die wollen wir doch Andreas mal zeigen. Wo ist denn die Sau hier? Emma, komm her!
Ja, unsere kleine Emma, ne? Wo ist denn Andreas jetzt wieder? Kommt er wieder nicht ran, der Junge? Emma, nun bleib doch mal hier. Was ist das da? Emma, komm mal her. Guck mal nach. So, also Emma ist als Frischling mal gefunden worden vom Yachtkollegen hier und war auf einem Auge blind. Von der Bache im Stich gelassen. Und jetzt ist sie mittlerweile 7 Jahre alt. Ne? Und du meinst, sie ist wirklich zahm? Das ist eine zahme Sau, ja. Ich weiß ja nicht so richtig. Neulich war ja sogar mal eine Sau im Schlafzimmer, ne? Hast du das gehört? Ja, Heinz, das erzählst du mir seit 3 Wochen. Emma, nicht! Ach, ja, und jetzt? Jetzt ist sie wieder weg. Warst du schon mal auf einer Drückjacht eigentlich? Nein, ich war noch nie auf einer Yacht. Oh, da werden sie. Jetzt wird sie wild. Jetzt ist aber zickig. Himmel, was ist denn hier los? Also Emma gehört ja zum Schwarzwild, ne? Das weißt du, ne? Ja, das weiß ich wohl. Ja. Was gibt's denn noch so? Was, außer Schwarzwild? Ja. Muffelwild. Hasen gibt's auch, ja. Wozu gehören die? Keine Ahnung. Ja, das sagen uns die Experten jetzt, ne? Ah ja. Wenn die große Folie eingepackt wird, weiß auch Carlo, heute geht es auf die Saunen. So, dann los, rein. Alfred Gerke und Heini Meier sind zuversichtlich und jeden Abend leicht nervös. Ja, Wochenende vor 2 Tagen, da 2-mal. 600 Hektar bejagen sie im südlichen Peenetal. Davon jede Menge Kartoffelschläge. Das Schwarzwild ist begeistert, Carlo auch. Die Bauern nicht. Dann könnt ihr kommen. Komm. Nicht zu übersehen, dass hier heute Morgen reger Verkehr war, als die Jäger schon wieder in ihren Betten lagen. Auf den abgemähten Getreidefeldern am Waldrand verraten die Schwarzkittel ihren Weg. Vorerst ohne Carlo geht es dann weiter ins Bruch am Fluss, zu den ganz frischen Spuren. Doch das muss nichts heißen. Man kann nicht sagen, die Rotte ist heute hier und ist morgen wieder da. So weit gibt es nicht. Man kann zwar damit rechnen, dass eine Bache, wenn sie Frischlinge hat, den Sommer über sich in einem Gebiet aufhält, aber dass sie ständig da bleiben wird, das ist nicht drin. Das wird nicht sein. Dass ihnen trotzdem was vor die Flinte kommt, eine Sau oder ein Überläufer, das hoffen die beiden nicht ganz ohne Grund. Denn hier auf dieser Kanzel waren sie seit Tagen nicht. Gleich ist die Stunde der Schweine gekommen. Auf der Kirrung der kleinen Lichtung zwischen Erlen und Weidengestrüpp tut sich noch nichts. Ansitzen heißt vor allem stillsitzen und beobachten. Also ich mag sowas. Und ich kann auch stundenlang hier sitzen, ohne dass irgendwie was passiert. Groß, ne? Doch das, was passiert, wollen sie ja und lauschen auf jedes Knacken, jeden Laut. Sie wissen, Wildschweine sind schlau und können sich mindestens genauso gut verstecken wie Jäger. Da ist eine Führungsbache, ne? Und da ist der Chef. Und wenn die hier auf der Kehrung, die ist immer im Unterholz und wartet, bis wirklich die Luft rein ist. Und ihrer Meinung nach ist die Luft jetzt um 8:30 langsam rein. Selbst auf parfümiertes Mückenspray haben sie verzichtet. Und das heißt schon was hier am Fluss. Geräuschloses Warten. Gegen 11 ist es dann so dunkel, dass auch wir nur noch mit Infrarot etwas sehen. Eine Hoffnung gibt es aber noch. Die Pirsch durchs Dickicht auf den Acker. Doch keine Sau zu sehen. Mann, doch. Enttäuschung auch bei Carlo. Es ist kein Büchsenlicht mehr. Wenn der Mond da ist, dann sieht da was aus. Dann können wir auch ein bisschen länger sitzen. Kugel raus. Der Mond steht noch auf der falschen Seite und die beiden trösten sich heute mit dem alten Spruch. 3/4 seines Lebens wartet auch der Jäger vergebens. Komm, Emma. Wir wollen ins Wasser. Komm mit. Ja. Emma, komm. Emma, komm. Ja, jetzt rennen wir die ganze Zeit hinter Emma her, oder wie? Ja, du musst ja auch das Gefühl für das Tier kriegen, so ein bisschen. Ja, das Gefühl habe ich schon für das Tier. Da warst du noch nicht auf der Pirsch. Nein, Heinz, das habe ich dir vorher auch gesagt. Emmy! Aber auf der anderen Seite, wofür nutzen wir dieses Tier denn jetzt?
Als Jagdhund oder wie? Nein, damit die Artgenossen aufgespürt werden. Ach so. Wenn die so ein bisschen schnüffelt im Schlamm, ne, dann findet sie vielleicht die anderen. Ein Trüffelwildschwein sozusagen. Ja, ja. Kriege ich immer zu Weihnachten Trüffel, die schmecken auch gut. Ja, und Wildschweine schmecken erstmal gut. Ja, aber Emma, die muss noch ein paar Jahre machen, ne? Ich weiß nicht, Emma mit Preiselbeeren? Hm? Also, Emma, komm, Zeit für uns, dich umzuhauen. Keine Emma, Heinz? Nix? Eine alte Sau, das gibt's gar nicht. Du. Die ist schon wieder im Unterholz. Die hast du verscheucht, das ist ganz klar. Und ich weiß nicht, mit deinen Jagdkünsten ist es, glaube ich, doch nicht so weit her. Man muss natürlich auch ein bisschen was tun für so einen Jagdschein. Aber so schrecklich viel Zeit kostet das auch nicht. Wie es geht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Schon früh morgens stehen 23 Teilnehmer des Jagdlehrgangs in den Wäldern bei Parchim bereit zum Schießen. Und schussfest muss man hier schon sein, denn bei der Ausbildung zum Jäger geht es nicht zuletzt ums Treffen. Schön mitschwingen, gleichmäßig wie das Schwein läuft. Christian Prange ist für die Ausbildung aus München angereist. Vor allem die Bewegung ist wichtig. Da muss man unten auf den Füßen feststehen und nur die Hüfte muss geschwungen werden. Das ist so, als wenn ich irgendwo beim Tanz auf dem Saal bin und da schwinge ich ja auch nur. Ich darf ja nicht mit dem ganzen Körper tanzen, ich soll ja auch nur mit der Hüfte tanzen. Ne? So sagt ja der Tanzlehrer. Und so ist das hier genauso. Hinter der Schweinskulisse wartet Henning Vogt und zählt jeden Treffer. Die Ringe sind eigentlich in diesem Bereich hier. Und der Anwärter muss nun fünfmal die Scheibe beschießen und muss drei Treffer in diese Ringe setzen. Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, das einen Kompaktkurs anbietet. Der kostet rund 1.500 Euro, Prüfungsgebühren inklusive. Jeden Nachmittag wird in großer Runde Theorie gebüffelt. Wir haben in den 2 Wochen ein Buch durchgearbeitet mit ungefähr 500 Seiten. Wo Fragen drin sind, die eigentlich ans normale Schulabitur hinanreichen, fast wie eine Universitätsprüfung, fast vergleichbar ist. Und dass man eigentlich nicht weiß, was gefragt wird. Sondern also wirklich ein breites Wissen vom Umweltschutz über Tierkunde, Wildkrankheiten, Sicherheit, Umgang mit Waffen. Also ein ganz breites Spektrum. Andrea Petau ist eine der 3 Frauen in diesem Lehrgang. Die Büroangestellte kam durch ihre Familie zur Jägerei und ist zufrieden mit ihrer Trefferquote, bleibt aber skeptisch, denn bei der Prüfung kann alles anders sein. Wir haben eine 10, dreimal die 8 und eine 3 vorne. Jeder Tag ist nicht gleich. Mal trifft man, mal schießt man halt gut und am nächsten Tag ist total beschissen. Das ist wie überall auch. Natürlich findet die Ausbildung auch im Wald statt. Praktischer Reviergang nennt man das in der Jägersprache. Thema heute, das Frettchen. Es gibt sie in der weißen, in der Albino-Form. Es gibt sie natürlich auch in der sogenannten Iltis-Form hier. Mit der Zeichnung, mit der Gesichtsmaske. Beide dick und rund. Ein sogenanntes Hilfstier, der Jäger, wie der Hund ja auch. Irgendwo. Und auch die Botanik kommt nicht zu kurz. Jeder Strauch muss bei der Prüfung erkannt werden. Wir haben natürlich auch verschiedene Baumstraucharten. Der Jäger muss sie natürlich auch kennen. Sie müssen da nächste Woche mit rechnen, dass sie eben 20 verschiedene Holzarten auf dem Tisch liegen haben. So in Armlänge, halbe Armlänge und diese 20 verschiedenen Arten dann bestimmen müssen auch irgendwo. Das heißt, der Jäger braucht selbstverständlich eine gewisse Kenntnis der Baum- und Straucharten hier. Wenn man hier hinter mir schaut, sehen Sie hier, weiß auch jemand schon, was das hier war. Das ist die Himbeere, richtig. Ein Hochsitz muss auch jeder bauen können und natürlich Fallen basteln. Wichtig ist dabei, dass die Beute lebend gefangen wird. Fallen, die töten oder verletzen, sind verboten. Mein Interesse an der Natur war schon immer ziemlich groß. Und durch den Jagdschein und durch die Ausbildung bekommt man auch einen viel besseren Einblick in die ganze, ganze Umwelt, ins ganze Zusammenleben der Tierwelt, die ganzen Vorgänge, was draußen passiert. Und das wird in der Zeit hier auch sehr gut vermittelt. Zum guten Schluss wird es dann doch noch blutig beim Zerlegen einer 40 Kilo schweren Bache. Wir haben hier ein Stück Schwarzwild. Es geht jetzt darum, dieses Stück zu zerwirken. Immer weiter darauf achten, dass die Schnittführungen gerade sind, langsam, ganz. Ja, gerade hier im Bereich der Bauchlappen hier vorne. Fertig. Das Wichtigste aber ist der präzise Schuss. Seit 30 Jahren übt Peter Berg mit seinen Schützlingen. Ein Job, für den man nicht nur Geduld und ein gutes Auge braucht.
Damit Sie Ihre Prüfung hier bestehen, muss man ja auf Sie eingehen und auch helfen, diese Klippen hier zu überwinden. Ein bisschen Aufregung ist ja doch dabei. Heute war die Prüfung. 19 haben bestanden und 4 müssen mit Peter Berg noch mal schießen üben. Emma, komm mal hier. Emma. Oh, endlich ist sie wieder da. Und sie ist bildschön. Oh, schöner als je zuvor. Sie hat sich frisch gesuhlt. Hey, und jetzt habe ich keinen Tee. Hey, Emma, komm mal her. Ich habe noch eine Eichel für dich, Emma. Guck mal hier. Da. Guck mal da. Lecker. Die ist doch lecker, ne? Machst du nicht? Ich habe jetzt auch keinen Keks. Na, Emma. Emma. Ja, Emma haben wir an der Fütterung gefunden. Und durch ihr blindes Auge hat sie den Anschluss an ihre Rotte verloren und dann haben wir sie mit nach Hause genommen. Bei euch hat sie auch gewohnt, habe ich gehört. Ja, als sie noch ganz klein war, haben wir sie mit im Haus gehabt und nur irgendwann ging das nicht mehr. Dann ist sie in den Garten gekommen, ja. Ich meine, ist auch ein bisschen groß, wenn sie auf dem Sofa sitzt. Mhm. So, Hans, ich glaube, wir lassen jetzt Emma mal ein bisschen in Ruhe. Hat ja auch Hunger, ne? Ja, vielleicht kriegt sie auch gleich ein bisschen Schokolade. Schade, dass wir nichts mit haben. Du hast ja alles aufgefressen. Na gut. Also, Emma in Ruhe und wir springen ein paar Jährchen zurück. Die Staatsjagd zu DDR-Zeiten. Darüber sehen wir jetzt einen Film. Auf unsere guten, treuen, zuverlässigen Jagdhelfer, unsere Genossen des Bezirkes Erfurt, die hier angetreten sind, ein dreifaches Heido! 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 Einmal im Jahr lud die DDR zur Diplomatenjagd. Gesellschaftliches Großereignis für einige hundert staatstragende Jäger, für tausend Hasen und einige Füchse. Große Tiere schießen gern auf große Tiere. Das galt auch für die Elite der Arbeiter- und Bauernmacht. Und eine Armee von Jagdhelfern stand stets willig zur Verfügung. Wenn die Spitzen von Staat und Partei privat zur Flinte griffen, dann wurde auch das zur Staatsaktion. Zum Beispiel für den Mann im Hintergrund, Willi Stoff, die graue Eminenz der DDR. Er hatte ein Auge auf das Ostufer der Müritz geworfen. Das stand schon damals unter Naturschutz. 1970 wurden 20.000 Hektar zum Staatsjagdgebiet erklärt. Und fortan gab es nur noch einen Platzhirsch im Revier. Schon vor Stoff waren hohe Herren an der Müritz auf die Pirsch gegangen. Der Fabrikant Kurt Herrmann ließ eine Jagdhütte auf dem Specker Horst errichten. Und wenn er zur Büchse griff, dann war oft sein Freund dabei, Hermann Göring, der Reichsjägermeister. Stoffs Jagdrevier war für gemeine Bürger tabu. Zäune, Sperrzonen, Wachmannschaften. Den Specker Horst benannte er in Birkenheide um und ein Plattenweg schonte die Stoßdämpfer der Staatskarossen. Von all dem existiert nicht ein einziges Bild. Und die ehemaligen Angestellten üben das Schweigen im Walde. Nur Joachim Schwarz erzählt, er hat bei der Staatsjagd gearbeitet. In der Saison hieß das vor allem Wild beobachten und anfüttern für den herrschaftlichen Schuss. Wenn dann Stoff aus seinem Haus rauskam, wurde kurz dort besprochen, was nun anliegt. Diese Wildbeobachtungen, die wurden gesammelt und wurden dann genau nach Uhrzeit aufgestellt. Welche Kehrung nun zu was für eine Uhrzeit begehbar wäre, zum Beispiel Kehrung A um 15.10 Uhr, Kehrung B um 15.15 Uhr. Und so wurde dann ihm das vorgelegt. Die Jagd nach Fahrplan ließ den Geweihträgern keine Chance. Auch sonst war alles wohl organisiert. 8 Mann in 2 Jeeps sorgten dafür, dass der Ministerpräsident zum Schuss kam, ohne Zeit zu verlieren. Und der Stoff hat dann erst die Waffe in Empfang genommen, wenn er dann unten an der Treppe, an der Leiter stand, zum Hochsitz hoch. Wurde oben geschossen, dann ist er mit runtergekommen und hat dann die Waffe wieder abgegeben. In Wald und Flur war alles der Jagd untergeordnet. Nie gab es so viel Wild wie zu Staatsjagdzeiten. Stoffs Drang zum Schuss musste jedes Wochenende befriedigt werden. Viel Arbeit für die Leute, die hinterher aufräumen mussten. Weil wir oft keine Zeit hatten, das Wild an Ort und Stelle zu versorgen, sondern schnell hinten rauf und dann zum nächsten Ort schon wieder voraufklären, was ist da nun. Hat sich das oft so angesammelt, dass man dann da schon 7, 8 Stücken dann hinterher mit einem Mal aufbrechen musste. Ne? Das sah dann schon wie im Schlachthof aus. Ne?
Einmal musste Joachim Schwarz, ein begeisterter Tierfotograf, ein Bild von Stoff mit erlegtem Keiler schießen. Film und Abzug wurden gleich einkassiert. Doch dann, im November 89, kamen Leute, die sich selbst ein Bild machen wollten. Spaziergang zur Staatsjagd mit 2000 Teilnehmern. Auf einmal standen alle Tore offen. Es ging das Gerücht um, dass Stoff hier auszieht, dass also LKW-weise und auch angeblich mit Hubschraubern hier ausgeräumt wird. Und wir hatten einfach die Sorge, dass die Wahrheit nicht mehr ans Licht kommt und dass man die Wahrheit nicht mehr vorfinden kann. Und um das zu stoppen, um einfach diesen Rückzug zu stoppen, um es gegebenenfalls zu versiegeln, um überhaupt zu sehen, was ist hier überhaupt los, war, so denke ich, das Ziel dieses Marsches hierher. Erst einmal, um das offiziell zu machen, um überhaupt Licht in das Dunkel hineinzubekommen. Ans Licht kam ein Abgrund von kleinbürgerlicher Gemütlichkeit und die letzten Spuren eines hastigen Aufbruchs. Wie ein Dieb in der Nacht hatte Stoff sein Zierrasen-Idyll verlassen, die Trophäen verschwunden. Hausmeister, Koch, Gärtner und Reinemachefrau hatten sich aus dem Staub gemacht. Ans Licht kamen drei Gewächshäuser, elektrisch beheizt und beregnet. Hier züchtete der Kleingärtner Stoff Tomaten, Gurken, Südfrüchte. Der Stromverbrauch so hoch wie der von Waren, 1 Million Kilowattstunden im Jahr. Ans Licht kam auch der Kanal für die drei Sportboote, mit denen der Ministerpräsident zur Müritz schippern konnte. Heute verlandet der Kanal, die Natur holt sich Stoffs Jagdrevier zurück. Nationalparktouristen können sich frei bewegen und darüber nachdenken, warum sich führende Genossen so gerne mit Flinte, Gamsbart und Geweihen geschmückt haben. Was hat die Menschen betrieben, also die hohen Herren, die hohe Jagd? Was hat sie dazu getrieben, auf so große Tiere die Jagd auszuüben und die Trophäe zu erwerben? Ich glaube, es ist einfach Machtsymbol. Zu Ruhm und Ehre von Staat und Partei müssen jedenfalls keine Hasen mehr ins Gras beißen, denn... Die Staatsjagd ist beendet! Und Heinz, siehst du es mehr? Nee, aber man hört es, glaube ich, ne? Man kann es hören, nur wenige Meter. Wir sind hier nämlich im nordwestlichsten Küstenrevier Mecklenburg-Vorpommerns. Und das Gute ist, ich weiß genau, was du jetzt machst. Das war klar. Das Gute ist, dass ich jetzt nicht mit Heinz vorlieb nehmen muss, denn wir haben jetzt endlich mal einen vernünftigen Fachmann, was ihn natürlich gerade umhaut. Stellen wir unseren Gast vor. Herr Krause aus Rosenhagen, das liegt fast an der Ostsee, ne? Das liegt unmittelbar an der Ostsee. Ja. Wir sind hier an der Sule und haben Sie sich schon mal gesuhlt hier? Nein, ich nicht, aber das Schwarzwild, das hier vorkommt in diesem Revier, ja, das sucht diese Sule regelmäßig auf. Das sind ja richtig schlaue Schweine hier, in Dassow und Bödenitz und Rosenhagen. Ich habe gehört, die liegen sogar fast neben den Urlaubern, stimmt das? Ja, wir haben hier diesen Dünenstreifen, den man von hier eigentlich auch sehen kann. Ja, da hinten kann ich das erkennen, ja. Dort schiebt sich das Schwarzwild tagsüber ein und verbringt dort den Tag, während die Urlauber 10 Meter weiter am Strand sich sonnen. So unglaublich, ne? Und da gibt es keine Kontakte zwischendurch? Höchstens dann, wenn irgendwelche unvernünftigen Spaziergänger ihr Pfiffi laufen lassen und der dann in die Dünen prescht und dort mit dem Schwarzwild böse Begegnungen. Ich habe das schon mal gehabt, wenn man so durch den Wald geht, man riecht das ja förmlich manchmal, ne? Ja, Schwarzwild, das sehen Sie ja hier an diesem Erscheinungsbild, suhlt sich gerne. Das heißt, nimmt natürlich auch Motterpartien mit in die Schwarte und hat auch einen gewissen Eigengeruch, besonders die Keile in der Rauschzeit. Ich habe gehört, die sind so schlau hier, die kommen gar nicht aus dem Schilf raus. Die wollte man schon mal mit Hubschraubern raustreiben, stimmt das? Das war aber nicht in diesem Bereich, das war weiter östlich. Ja. Also wir jagen nach solchen Methoden nicht. Ja. Und haben Sie schon mal so einen schönen Keiler gestreckt? Ich habe vor 5 Jahren hier im Schilf mal einen wirklich einen kapitalen Keiler erlegt. Der hatte so aufgebrochen 150 Kilo und war ein reifer Keiler. Und was sagst du dazu als alter Keiler? Ich sag da gar nichts mehr zu. Überhaupt nicht. Wir gucken uns jetzt mal eine richtig vernünftige Druckjagd an. Druckjagd. Halb 8 Uhr morgens im Gramboer Moor wird zur Jagd geblasen. Rund 80 Jäger und Treiber ziehen los zur Druckjagd in das angrenzende Waldstück. Unter ihnen ist auch Peter Drössler. Dein Sitz.
Abschluss weißt du Bescheid, was abgeschossen werden soll. Ansonsten sehen wir, abgeblasen wird 11.45 Uhr. Bleibt mal Zeit wieder. Bleibt mal Zeit. Und während der Jäger seinen Hochsitz besteigt, gibt Förster Jörg von Malotki den Treibern im Wald letzte Instruktionen. Sucht euch einen Stock oder so, klopft so ein bisschen ans Holz, ja, an die Büsche und alle drei, vier Minuten, das reicht aus, wenn man mal laut ruft. Drückjagd. Heute haben die Jäger Füchse, Wildschweine, Rot- und Dammwild im Visier. Knapp 3 Stunden soll die Jagd dauern, 3 Stunden, in denen bei Peter Drössler möglicherweise gar nichts passiert. Das würde ich nicht so sehen. Also Sie sind hier in der Natur, können den Wald hautnah miterleben. Und der spannende Augenblick, es kann jeden Augenblick was passieren. Das ist bei der Jagd so, ne? Die Tiere aus dem Wald den Jägern direkt vor die Flinte treiben, das ist das Prinzip einer Drückjagd. Beunruhigen heißt das in der Fachsprache und tatsächlich prompt ergreift ein Fuchs die Flucht auf das vermeintlich rettende Feld. Doch da hat er natürlich die Rechnung ohne Peter Drössler gemacht. Doch ein sauberer Schuss und damit ein schneller Tod sind nicht drin. Der Fuchs ist einfach zu weit weg und rettet sich doch noch in das nächste Gebüsch. Wenn wir nichts tun, also einen übermäßigen Bestand haben, das würde also auch zur Folge haben, dass, ich sag's nicht, die Wildgesundheit Krankheiten übertragen, das würde die Natur, das würde schwächer werden, das ist also auch nachgewiesen. Insofern greifen wir in den Bestand ein, um einen gesunden Wildbestand zu erhalten. Und so regelt ein sogenannter Abschussplan genau, wann welche Tiere geschossen werden dürfen. Dass sich Jäger daran halten, Ehrensache. Nach knapp 3 Stunden verlässt Peter Drössler seinen Hochsitz, und zwar ohne, dass er auch nur einmal hat abdrücken können. Enttäuschend sicher für einen erfahrenen Jäger, aber auch Alltag. Das ist ein gemeinschaftliches Erlebnis und es kann nicht jeder das Glück haben. Wir hatten Anlauf gehabt, es hätte klappen können. Das nächste Mal wird es für uns erfolgreicher. Aber das Gesamtergebnis kann sich immerhin sehen lassen. Auf dem Festplatz von Strahlendorf wird die Strecke gelegt. Bereits aufgebrochen, sprich ausgenommen, wird dem toten Wild mit Eichenlaub die letzte Ehre erwiesen. Jäger sind traditionsbewusst. Dachs, ein junger Dachs, der sich jetzt ganz schnell irgendwo verkrümelt. Eine Dachsburg. Ist ja unglaublich, tatsächlich. Das ist die Dachsburg, von der Sie uns erzählt haben, Herr Krause, ne? Das ist die alte Dachsburg. Und ist Herr Dachs zu Hause? Ja, er wird um die Zeit sicherlich zu Hause sein. Aber er wird was Besseres zu tun haben, als uns jetzt hier zu begrüßen. Was macht denn der Dachs tagsüber? Schläft und er der Dachs? Der ruht. Er ruht sich von seinen nächtlichen Streifzügen aus. Ja. Und haben Sie schon mal einen Dachs geschossen? Wir schießen auch die Dachse hier im Revier, weil sie in diesem Niederwildrevier doch sehr viel Schaden anrichten unter dem Niederwild. Wir haben keine Rebhühner mehr, wir haben keine Fasanen, kaum noch Fasanen. Und da ist eben der Dachs in Verbindung mit dem Fuchs und dem Marderhund einer der Hauptfeinde. Marderhunde gibt es hier auch? Marderhunde gibt es hier auch. Seit etwa, sag ich mal, 10 Jahren, da ist der erste Marderhund hier in dieser Gegend aufgetaucht. Und seitdem nimmt die Population eigentlich hier zu. Wir haben auch einige schon erlegt. Und? Wie groß? Wie groß ist ein Marderhund? Er ist im Verhältnis zum Fuchs natürlich ein bisschen kleiner, aber steht dem Fuchs im Wildern nichts nach. Hat sich ganz schön gewandelt hier die Zeit, ne? Die hat sich gewandelt, ja. Wir haben, wie gesagt, vor 10 Jahren kleine Marderhunde gehabt und jetzt kommen doch immer mehr im Laufe des Jahres zur Strecke. Also die Marderhunde sind ja ziemlich scheu, man sieht sie fast nie und sie sind meistens nachts aktiv. Und wir haben versucht, mal einen Marderhund in Vorpommern aufzuspüren. Rastlos hechelt er durchs Unterholz, immer auf der Suche nach etwas Essbarem. Seine Opfer, unschuldige Kreaturen. Und so sieht er aus, der Übeltäter mit der kleinen frechen Schnauze, ein echter Feinschmecker. Ganz eindeutig ein Allesfresser und da zu den Hundeartigen gehört, da kann man ja auch sagen, die sind Allesfresser, auch der Fuchs verschmäht Bären nicht. Und der Marderhund nimmt alles, was er kriegen kann. Er ist ein Nahrungsopportunist, kein Nahrungsspezialist. Dieses Jungtier ist im Sommer gefangen worden. Sehr alt wurde es allerdings nicht, etwa ein halbes Jahr.
Nun steht es auf dem Schreibtisch des Oberförsters. Er tritt sicherlich mit einigen Arten in Konkurrenz, A, in Nahrungskonkurrenz und B, in Lebensraumkonkurrenz. Und speziell zur Nahrungskonkurrenz, sag ich mal, ist natürlich so, dass er dann zur, sag ich mal, Gefahr für das, vor allem für das Niederwild durchaus werden kann und eben auch für bodenbrütende Vögel. Ein Bösewicht, der seine Spuren hinterlässt, zum Beispiel im Rothemühler Forst. Ja, tatsächlich. Hier sieht man deutlich die Abdrücke. Da ist er gewesen. Und dann führen uns die beiden Marderhund-Experten an eine Stelle, wo im Sommer 4 Tiere angelockt und gefangen wurden. Und sie lieben also solche Feuchtstellen. Feuchtstellen mit Schilf bestanden, Ränder von Seen, Flüssen und eben auch von solchen in dieser Art hier sehr häufigen Suhlen und kleinen Mooren. Genau der richtige Ort, um ihn ins Visier zu bekommen, den Marderhund, der allmählich zur Plage wird. 2 Stunden warten wir, regungslos. Und dann ein Seeadler, äußerst selten. Nur der Marderhund lässt sich nicht blicken. Manchmal raschelt es, Äste knacken. Aber sein Versteck hat er wohl erst dann verlassen, als wir schon auf dem Rückzug waren. Der Marderhund, das unbekannte Wesen. Jetzt habe ich dir mal was Schönes mitgebracht. Ja, was ist das denn? Ein was ist das? Das ist, wir tun jetzt mal so, das ist natürlich ein Kaninchen, aber wir tun jetzt mal so, das ist ein Wildhase. Ne? Ja, ja. Die schmecken auch schön, ne? Natürlich schmecken die gut. Ja. Klar, man soll ja die Hasen eigentlich so in Buttermilch einlegen, habe ich mal gehört. Ne? Das, was sie bei jedem Wild machen. Mhm. Weil dann geht dieser Wildgeschmack, dieser Du bist ja eigentlich Hobbykoch, ne? Ja, nicht nur Hobbykoch, wie man sieht. Ja, was machen wir jetzt mit dem Hasen? Oh, ich habe ihn dir mitgebracht. Willst du mal haben? Ja, gib mal her. Pass auf, der ist total schnell. Ah, guck mal, was für ein Ding. Da ist er. Oh, kleiner Hase. Ja, ganz ruhig bleiben, ne? So, und der kriegt fast einen Herzinfarkt. Ja. Aber er ist ja hier wenigstens ganz sicher. Mhm. Denn was wir uns jetzt anschauen werden, sind Köche auf der Jagd. Und was die vorhaben, was die Böses planen, da halten wir ihm lieber mal die Ohren zu. Gegen 8 Uhr morgens leitet das Halali die Treibjagd ein. 65 erfahrene Schützen haben sich versammelt, dazu 28 Treiber mit ihren unentbehrlichen vierbeinigen Helfern und 5 Köche. Sie belegen gerade den Kurs Regionale Küche der hiesigen Winterakademie. Und das Programm sieht nicht nur die Zubereitung von Wildbret vor, die Köche sollen auch mal beim Erlegen dabei sein. Ich habe noch nie an einer Jagdbank teilgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie wir zum Lehrgang hingegangen sind, der fing am 1. November an, habe ich jetzt ohne Jagdanteilnehmer gesagt, das muss was ganz Heiliges sein. Also das ist mal, ich sage Ihnen mal, für mich interessant. Ich möchte jetzt mal sehen, wie das gemacht wird überhaupt. Und wenn es erlegt wird, wie das aussieht, sag ich mal. Für unser Amt war es auch eine Premiere. Wir haben sowas noch nicht gemacht. Und wir müssen natürlich sehen, weil das ja alles ortsfremde Treiber dann für uns sind, dass die immer mit unseren Leuten zusammengehen und nicht die Orientierung verlieren. Damit das nicht geschieht, ist natürlich eine freundliche Betreuung abgesichert. Den Vorkoch hier, den Facharbeiter für belegte Brötchen. Norbert Batten wird mit den anderen Köchen einer Treibergruppe zugeteilt und genau eingewiesen. Währenddessen machen sich die Jäger schon auf den Weg zu den Anständen. Jeder nimmt den ihm zugewiesenen Platz ein. Dann heißt es mit sehr viel Geduld in der feuchten Kälte ausharren und die Augen unablässig über die neblige Ebene schweifen lassen. Nun machen sich auch die Treiber auf. Optimistisch Norbert Batten, schließlich will er am Ende auch was zum Verarbeiten haben. Und ab geht es ins dichte Unterholz. Dabei müssen sie sich immer schön laut durchs Gehölz bewegen, um Hirsche, Rehe und Schwarzkittel aufzuscheuchen. Da das Wild im Wald keine natürlichen Feinde mehr hat, konnte es sich im Sommer wieder gut vermehren. Nun geht es ihm an den Kragen. In einer Reihe stapfen die Treiber nebeneinander durch den teilweise ziemlich morastigen Grund. Doch die Anstrengung hat Erfolg. Das Wild flüchtet planmäßig über die Ebene. Die Schützen bekommen ausreichend Tiere vor die Flinte.
Normalerweise versorgt jeder Jäger sein geschossenes Wild selbst. Ausnahmsweise dürfen heute aber die Köche ein Stück Dammwild aufbrechen. Unter der Anleitung eines erfahrenen Waldmannes geht Norbert Button an die ungewohnte Arbeit. Um 13 Uhr heißt es Hahn in Ruhe. Die Treibjagd ist beendet. Es geht zurück zum Forstamt. Sehr anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben Teil wild aufgescheucht und es war auch sehr oft geschossen. Wir haben uns überraschen lassen, wie viel wild erlegt worden ist. Also ich muss jetzt trotzdem eins sagen, wenn ich die Möglichkeit hätte, nochmal daran teilzunehmen, hätte ich auf jeden Fall mitgemacht, muss ich so sagen, wie es ist. Diesmal ist die Jagd tatsächlich sehr erfolgreich zu Ende gegangen. Am meisten wurde Damm und Rehwild zur Strecke gebracht. Für die Köche aber beginnt die eigentliche Arbeit erst noch. In den nächsten Tagen wollen sie im Rahmen ihrer Ausbildung an der Winterakademie aus der Jagdbeute nämlich ein Jagdbuffet zaubern. Heinz, aber ist das nicht ein schönes Bild? Natürlich ist das ein schönes Bild, aber du kannst doch diese armen Viecher nicht so verschrecken. So, bleib jetzt mal stehen, guck mal, jetzt wird's damit die sich daran gewöhnen an uns. Ja, das ist allerdings nicht so einfach, ne? Das ist nicht einfach. Guck mal, man sieht das ganz deutlich, die Gruppen haben sich jetzt, wo es ganz gefährlich wird, wieder gefunden. Vorhin waren die getrennt, da war das Dammwild auf einer Seite und das Muffelwild auf der anderen. Ne? Und jetzt gucken Sie, was machen wir jetzt? Ne? Jetzt überlegen Sie sich, rechts oder links. Und jetzt machen wir folgenden Trick, jetzt werden wir sie mal füttern. Die können ja nicht weg. Und jetzt bleiben wir aber hier stehen, damit die nicht noch verschreckter werden. Ja, die gehen jetzt. Das tut mir auch leid, auch wenn es muffelig ist, das Wild. Ja. Jetzt bleib mal stehen und wirf mal. Da, guck mal. Das ist übrigens das Muffelwild jetzt. Ein Witter. Der ist aber was drauf. Ne? Und Muffelwild gibt es ja reichlich in Mecklenburg-Vorpommern. Ein paar tausend Stück, in Rankendorf beispielsweise, ich bei Klütz. Ja. Und ja, vor 100 Jahren, da gab es mal gerade 20 Stück. Und die haben sich ja massenhaft verbreitet. Ne? Und so ein schöner Muffel, so ein Widder, der schmeckt auch nicht schlecht. Ne? Ja, der schmeckt aber bestimmt leicht muffelig. Nö, das schmeckt. Also warum heißt der Muffelwild Muffelwild? Ja, das sind Mufflons, sind das. Ne? Ach so, Mufflon. Okay. Und man kann das wirklich essen? Ja, kann man essen. Man kann das braten, kochen. Und wo kann man das kaufen? Ganz normal im Wildgeschäft? Oder naja, so? Am besten man ruft mal einen Förster an, der gerade einen Muffel geschossen hat. Ne? Ja, wann weiß man denn das? Das steht ja nicht in der Zeitung, habe heute Muffel geschossen. Doch, doch, doch. Ab und zu steht es mal in der Zeitung. Ach so, gut. Auf jeden Fall, ich bleibe lieber bei einer klassischen Rehkeule. Heute wollen wir dahin in die Kunstscheune. Die liegt in Nakensdorf, rechts ab bei Neukloster. Oder links ab, da kommt es drauf an, woher man kommt. Es gibt Rehkeule mit Rotkohl und Schlupfnudeln. Ein Geheimnis, wir lüften es. Dazu brauchen wir eine Rehkeule mit Knochen, einen Liter Rotwein, 5 Wacholderbeeren, 3 Nelken, 6 Lorbeerblätter, eine Zwiebel, 2 Karotten, eine halbe Sellerieknolle, 150 Gramm fetten Speck, Salz und Pfeffer. Für den Rotkohl einen mittelgroßen Rotkohl, 3 Nelken, 2 Lorbeerblätter, 2 Wacholderbeeren, 2 Äpfel, eine halbe Zwiebel. 30 Gramm Geflügelschmalz, 0,2 Liter Rotwein, 0,2 Liter Apfelsaft, Zucker, Salz und Pfeffer. Und für die Schupfnudeln 500 Gramm Kartoffeln, ein Ei, 150 Gramm Mehl, Muskat und Salz. Zuerst die Keule in einem Sud von Rotwein und Gewürzen 24 Stunden ziehen lassen, dann mit Speck spicken. Es sollte fetter Speck sein. Wer so eine Nadel nicht hat, kann das Fleisch auch einschneiden. Und ab in die Röhre für 2 Stunden bei 160 Grad. Jetzt ist Zeit für den Rotkohl. Wichtig, die Strünke müssen raus und kleinschneiden. Kohl in die Schüssel, Apfelsaft, Rotwein, Essig und die Gewürze dazu ordentlich mischen und ruhen lassen. Je länger, je lieber. Geflügelschmalz auslassen, Zwiebeln dazu glasig andünsten, Rotkohl dazu. Das soll jetzt eine gute Stunde schmoren. Zeit für uns, uns umzuschauen. In der Kunstscheune wird richtige Kunst gemacht. Hier gibt es Lesungen, Vorträge, Kabarett, Ausstellungen, eben alles, was mit Kunst zu tun hat. Das hat Nakensdorf berühmt gemacht. Hier trifft man sich, will gesehen werden. Heute ist hier nichts los. Deshalb zurück in die Küche.
Hier werden Schupfnudeln gebaut, dazu Kartoffeln kochen, pürieren, kalt werden lassen. Dann in Mehl riebeln, sagt der Fachmann. Ei dazu und würzen und dicke Zigarren drehen. Scheiben abschneiden, kleine Würstchen formen. Ab ins Wasserbad, einmal aufkochen lassen, anschließend in Butter schwenken. Zurück zum Rotkohl, das i-Tüpfelchen. Zum Schluss Äpfel dazu, dadurch wird der Kohl sämig. Sollten auch Sie jetzt Appetit bekommen haben, Sie können das Gericht nachkochen. Haas. Was soll denn das? Haas. So macht man das auf der Treibjagd. Haas. Ja, genau. Ja, toll. Hier waren wir bei der Treibjagd, da haben wir sogar mal einen Kesseltreiben gemacht am Ende. Kesselgulasch kenne ich. Ja, aber Kesseltreiben gibt's auch. Und da wurde am Ende fast ein Jäger umgerannt von einem. Umgerannt? Ja, vom Rehbock, ja. Oh, und was passiert? Gar nichts. Der Rehbock ist rübergesprungen und der Jäger ist zur Seite gehüpft. Du musst doch nicht die ganze Zeit klopfen, die soll laut sein. Haas. Doch, die kommen ab und zu, springen die mal hoch hier. Ja, ganz sicher. Haas. Haas. Ist der Stock auch mal kaputt gegangen, das war ein 9. Du bist. Guck mal, was ist das denn da oben? Wo ist da was? Nee, doch nicht. Eichhörnchen wahrscheinlich, komm weiter. Haas. Du mit deinem Haas bist auf einem völlig falschen Dampfer. Wieso das? Es geht um die Schleppjacht und nicht um die Treibjacht. Komm. Schlepp. Noch wartet die Warendorfer Meute geduldig auf ihren Einsatz. Gleich nebenan hat der Schleppenleger schon alle Hände voll zu tun. Ich befestige unser Schleppgeschirr. Da ist der Cent drin. Der Cent ist die Flüssigkeit, auf der unsere Hunde laufen. Das ist eine Pansenlake, die wir rausträufeln, indem wir den Hahn aufdrehen hier. Sieht man vielleicht, dann dröppelt das ein bisschen raus. Und diese Spur halten die Hunde bis zum Schluss. Unsere Hunde jagen ja nicht mehr auf Wild, sondern wir imitieren ja nur eine Wildjagd. Und ich bin sozusagen das Wild. Ich sehe zwar nicht so wild aus, aber... Vor der Burg stimmen sich derweil Jagdgesellschaft und Zuschauer auf die Jagd ein. Fachsimpeleien über den Geist des Reitens und die besondere Ausstrahlung des Ortes stehen dabei im Vordergrund. Das Ambiente ist natürlich klassisch. Also sagen wir jetzt, die normale Jagd, die so geritten wird, ohne Meute, ist... Ich will das jetzt nicht so sagen, eigentlich eine Bauernveranstaltung. Während diese Art von Jagd ja eigentlich der alten höfischen Tradition nach empfunden ist. Also ein bisschen elitär ist die ganze Natürlich, Geschichte. Ja. Und soll es auch sein. Ach, ich denke, man kann das ruhig bewahren. Auf die Hunde, auf die Pferde, auf die edle Jagdreiterei. Ein dreifach kräftiges. Horüt! 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 Erster Reiter ist der Schleppenleger. 5 Minuten vor den anderen legt er die Duftspur für die 30-köpfige Meute. Ihr folgen der Master der Hunde und die Piköre, alle im traditionellen roten Rock. Erst danach kommt das Hauptfeld. ...15 Kilometer lang ist die heutige Jagdstrecke, gespickt mit etlichen Sprüngen. Für den ein oder anderen Reiter ein echtes Hindernis. Doch alles verläuft glimpflich, jetzt gilt es nur den Anschluss nicht zu verpassen, denn die Meute wartet nicht. 60 Reiter folgen den Hunden, dabei gibt es keinen Leistungsdruck, denn die zu Beginn eingenommene Position im Feld bleibt erhalten. Niemand wird überholt. Nach der Hälfte der Strecke Rast in Nienhagen. Gelegenheit für die Reiter, sich für die zweite Etappe zu stärken. Für viele Teilnehmer ist es der erste Jagdritt hinter der Meute. Ja, sehr schön, schönes Gelände. Die Hunde habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Solche Jagd mit Hunden, aber funktionierte ja sehr gut und schön anzusehen. Doch viel Zeit zum Verschnaufen gibt es nicht, die Meute will weiter. Jagdreiten fördert seit Jahrhunderten die körperliche und geistige Beweglichkeit, sagen die Reiter. Denn man muss schnelle Entscheidungen bei hoher Geschwindigkeit fällen. Die Schleppjagd auf Wild ist heute verboten, der sportliche Aspekt aber geblieben. Für die Hunde hat sich wenig geändert. Ihr Höhepunkt ist nach wie vor das sogenannte Curé, Rinderpansen als Dank für die Arbeit. Tja, Andreas, eigentlich
Eigentlich müssen wir uns ja bei den Jägern entschuldigen. Wieso das denn? Tja, da hat er, glaube ich, der Letzte gemerkt, dass wir nun überhaupt keine Ahnung haben, ne? Na ja, gut. Wir hätten lieber einen schönen Angelfilm drehen sollen. Tja, das machen wir nächstes Mal, ne? Ich hab noch einen Riesenhecht bei dir. Ein, zwei Tagen sind wir durch Wald und Forst unterwegs und wo ich mich jetzt befinde, hat nicht mehr so viel mit Wald zu tun. Was soll das? Da gejagt wird hier trotzdem. Und zwar diese, hinten die schwarze Pest auf dem See, die Mörder im Kettenhemd. Pest. Die Kormorane. Ja. Die richtige Plage, ja, auf dem See und vor allen Dingen Fischer Tessmann weiß da ein Lied von zu singen, hier von der Schweriner Seenfischerei. Erzählen Sie mal, was gibt es für Probleme mit den schwarzen Geiern hier? Ja, im Prinzip haben wir nichts gegen die schwarzen Kormorane, aber wenn sie zu doll auftreten, wenn sie sich zu stark vermehren, dann werden sie einfach zum Problem, weil sie jeden Tag ca. 800 bis 1000 Gramm Fisch vertilgen. Und bei einer Größenordnung von ca. 5000, die wir im Moment wieder auf dem Schweriner See haben, da wird es zum Problem. Das sind 4 bis 5 Tonnen jeden Tag. Das tut schon weh für uns in der Existenz. Essen die nur kleine Fische oder auch so richtige? Nein, sie nehmen durchaus Hechte bis zu 1,5 Pfund. Die habe ich selbst schon, aufgeschnitten, die Kormorane, und 1,5 Pfund Hecht war schon drin. Und jetzt haben wir so viel drüber geredet, jetzt wollen wir uns auch mal anschauen, wie das aussieht. Kormoranjagd mit Fischer Tessmann, ganz früh morgens geht's raus. Aber der richtig große Schwarm ist noch nicht zu sehen. Doch, der war hier oben. Habt ihr drauf gekriegt? Nee. Der war hier oben. Ich habe ihn ja weg. Ja auch erst 8. Normalerweise sind sie den schuppigen Kameraden auf der Spur, aber diesmal soll es dem Pleitegeier der Fischer an den Kragen gehen. Jürgen Tessmann hat nur deshalb in den letzten Monaten sein grünes Abitur gemacht. Den Yachtschein, die Lizenz, um seinen größten Feind vom Himmel zu holen. Fischer Tessmann kennt alle Verstecke der Kormorane über und unter Wasser. 5000, so sagt er, soll es hier geben. Sie können eben auch sehr tief tauchen. Bis zu 40 Metern können sie auch tauchen. Wir haben auf 40 Meter Wassertiefe schon einen Kormoran gehabt, der sich im Netz verheddert hat. Und daher wissen wir das. Alleine auf Kormoranjagd, das lohnt sich nicht. Der See ist groß, die Vögel sind schnell. Späher sind gefragt, sowie der Arbeitskollege Matthias Fick. Die Stellnetze, sie bleiben in der Kiste. 4 mm Schrot, das ist heute gefragt. So ein Kilo Fisch am Tag rechnen wir fürs Kormoran. Ist das eine ernste Gefahr für die Fischer? Ja. Wir sagen immer, entweder die Fischer oder die Kormorane. Beide zusammen geht nicht. Das ist so. Den Schweriner Innensee haben sie abgeklappert, ohne Erfolg. Stellungswechsel. Auf dem Außensee, da sind sich die jagenden Fischer sicher, kommen sie an die Kormorane heran, auf 30 bis 40 Meter Schussweite. Vom Motorboot aus ist das Schießen verboten. Deshalb wird im Ruderkahn Position bezogen. Diesmal mit guten Aussichten. Es ist wie verhext. Ein Gefieder wie ein Kettenhemd. Sie kommen heute einfach nicht nah genug an die Biester heran. Die erste Zeit werden wir es ein bisschen öfter machen, aber die Kormorane sind sehr gelehrig und sie werden sich dann auch hier vom Schweriner See wegziehen. Und das ist an und für sich das, was wir erreichen wollen. Da, hier ist er. Kriegt er auch einen, aber das reicht. So, hier haben wir einen erwischt. Da sehen wir auch gleich, was er gefressen hat. Man kann auch sehen, was das für eine Größe ist. Das ist für ihn kein Problem. Und wenn man sieht, wie groß der Schlund wird, also da geht einiges rein. Sie fressen in diesen Größenordnungen alles, was ihnen vor den Schnabel kommt. Dieser Trupp ist noch mal ungeschoren auf dem Schweriner See davongekommen. Nur einen hat's erwischt. Einen von 5000. Lass uns doch mal rangehen. Wir gehen mal rein. Lass uns mal rangehen. Aber ganz langsam. Ich bin noch ganz langsam. Und leise vor allen Dingen. Leise. Ich bin noch ganz leise. Hast du die so mal in freier Wildbahn gesehen? So dicht und so nah und so schön? Nee, noch nie.
Guck mal, der kommt sogar ran hier. Der kommt ran. Und zähl mal nach, das ist ein... 2, 3, 4, 8 Ender, oder? Ein 8 Ender, genau. Und da hinten, das ist ein 12 Ender. Aber das ist der Platzhirsch da, der uns so schön anguckt da jetzt, genau. Und wer rührt? Der Platzhirsch. Nur der? Ja, und zwar Ende September ist so die Hauptbrunft, ne? Ja. Und wenn es nachts kälter als 10 Grad wird, dann fangen die so an zu rühren, so richtig, damit sie die, ne? Damit sie die Frauen rankriegen, ne? Wie das so gemacht wird im Hirschbereich, ne? Ja. Wie hört sich das an? Ja, pass auf, warte mal. So da, ungefähr. Da guckt eine schon sehr interessiert. Ja. Und die werden ja hin und wieder auch mal geschossen, ne? Und nicht nur von Jägern. Es gibt auch Frauen, die jagen, will er sagen. Ja. Und wie nennt sich das Ganze? Unternehmerinnenjacht. Das kommt jetzt. Warm eingemummelt und gut gerüstet wollen diese Unternehmerinnen dem Wild in der Nossentiner Schwinzer Heide nachstellen. Kurz vor 9, Monika Böhm auf dem Weg zum Hochstand, eine erfahrene Jägerin. Das ist jetzt ein Pirschweg, die die Spuren des Waldes lesen kann, mit ganz konkreten Wünschen. Dass wir einen guten Anblick haben und dass ich also, wenn ein passendes Stück kommt, dass ich auch zu Schuss komme. Es muss immer richtig stehen, es muss das richtige Stück sein. Und es darf für mich nicht zu hochflüchtig kommen. Ich bin also dafür, dass man einen sicheren Schuss abgibt. Los geht's! Knapp 2 Kilometer entfernt setzt sich eine von 6 Treibergruppen in Gang. Das Orange lässt die Männer durch das Dickicht leuchten, aber ganz ungefährlich ist der Job dennoch nicht. Zur gleichen Zeit peilt Monika Böhm von der Kanzel aus die Lage. Schon vor gut 30 Jahren legte sie die Jagdprüfung ab. Allerdings still und heimlich. Weil mein Mann eigentlich noch überzeugt war, dass Frauen noch nicht so sehr auf die Jagd gehören. Das war damals einfach so. Das hat sich jetzt ein bisschen verbessert. Die Kugelbüchse geladen und griffbereit, beginnt nun die Zeit des Wartens und Spähens. Unwegsames Gelände hält die Treiber nicht auf. Wild sehen sie kaum, denn das nimmt schon vorher Reißaus in Richtung der lauernden Jägerinnen. Nach über 2 Stunden Warten dieser Anblick. Doch Finger weg vom Abzug, Rothirsche sind zum Abschuss nicht freigegeben. Minuten später ist Monika Böhm hellwach. Mit bloßem Auge kaum zu erkennen, ein Rudel Dammwild. Ihr erster und einziger Schuss nach 3 Stunden Jagd, so ist es meist bei Monika Böhm. Nun muss sie das Wild an Ort und Stelle aufbrechen, das ist Tradition. Die Trophäe war freigegeben, Dammwild, männlich, Kalb, da bin ich sehr mit zufrieden. Vollzählig und unverletzt ruht sich der Trupp Treiber aus, bis das Waldtaxi kommt. Gut 300 Meter weit bis zum Waldweg hat Monika Böhm ihre Trophäe zu ziehen. Für die schmächtige Frau ein mühsames Geschäft. Gando, des Oberförsters Dackel und sein Herrchen gratulieren als Erste. Wir haben festgestellt, bei der letzten Unternehmerjagd haben die Frauen sehr gut geschossen. Also fast jeder Schuss ein Treffer, ne? Und das hoffe ich heute natürlich dann auch. Letztlich haben die Damen 21 Stück Wild mit knapp 30 Schuss erlegt. Da staunen die männlichen Kollegen. Frauen gehen wohl eher auf Nummer sicher, auch wenn die Jagd vorüber ist. Da kam ja was raus, gib mir auch nochmal. Das will ich auch. So? So? Oh. Also, Heinz, mach weiter. Wir überlassen das den Fachleuten. Ja. Und es war wieder mal eine Freude mit dir, muss ich sagen. Ja, noch verabschieden wir uns nicht. Wir wollen jetzt erstmal was Vernünftiges so, hören. Gut, okay. Bitte. Also, übergib das mal an die Profis. An die Profis, die Komm. Unsere Klützer Jagdhornbläser werden uns mal was Schönes blasen hier, bitte. Immer frei weg von der Leber. Hier.
Das ist nämlich die Zeit, wenn die Hirsche anfangen zu röhren. Ne? Ich höre nichts. Ja, und die Rehböcke hier und die Dachse und die Hasen, Karnickel und ja, was wir alles gesehen haben. Ne? Das haben wir alles gesehen. Obwohl ich muss sagen, eigentlich die Emma tat mir ein bisschen leid. Ne? Die haben wir ja in den Wahnsinn getrieben fast. Ne? Das ist ein armes Schwein. Ja, das ist eine arme Sau. Und der Rest der Bande ist ja abgehauen, habe ich gehört neulich. Die sind ja in den Knick gestiegen sozusagen. Die waren wie paralysiert von unserem Besuch wahrscheinlich. Arme, tapfere Emma. Ja, ja. Kennst du eigentlich Cottus poecilobus? Ich kenne Meles Meles und das ist der Dachs. Und ich kenne Vulpes Vulpes und das ist der Fuchs. Und ich habe beides nicht gesehen. Zwar eine Dachsburg, aber keinen Fuchs. Und du hast mir einen Fuchs versprochen. Aber einen Iltis haben wir gesehen. Ne? Ja, so einen kleinen. Den haben wir aber auch nur kurz gesehen. Ja, und aber wenigstens was, ne? Ja, sehr schön. Aber die Mufflons im Tierpark, die waren auch nicht schlecht, ne? Die hüpfen ja. Die Springböcke. Die Springböcke, ne? Das hat mir gut gefallen. Ja, also ich meine, eigentlich müssten wir jetzt einen Jachtschein machen normalerweise, ne? Nee, ich bin ganz froh, dass du keinen hast. Wenn du nämlich schießen würdest, oh Himmel, hilf. Ja. Ja. Aber es war eine schöne Zeit. Es war eine wunderbare. Es war mir ein Fest mit dir. Eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Hier ist mal. Nee, ich will das nicht essen. Das ist Muffelwildbirnen. Das schmeckt gut, hier. Sag mal, hast du irgendwie Trüffel in der Hose, Hänschen? Ich weiß nicht, was du in der Hose hast, aber meins sind keine Trüffel. So eine richtige Wildsau. 7 Jahre alt. Ich vor mir. Emma, ja. Nicht 7 Jahre alt. So eine alte Sau bin ich ja nicht, ne? Aber da habe ich sie rascheln gehört, da hinten, und ich gehe jetzt mal hin. Komm mal mit, ja, komm. Emma, komm mal raus hier. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Pause. Pause, 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 Pause. Es ist alles egal, aber ich hasse Hochsitze. Ist das widerwärtig? Bäh. Es ist ekelhaft. Und ihr müsst gar nicht mit euren blöden Kameras hier draufhalten. Na, du alter Esel, du Kleiner. Ja, toll auch. Bisschen alter Esel. So, packen wieder weg. Kann man sich auch schöne Handschuhe von machen, ne? Das hat sich doch schon mal richtig schön, das sind Viecher, richtig schön angehört. Was machst du jetzt, Hans? Das reicht. Das geht so nicht. Das ist alles. Nochmal, 1, 2, 3, jetzt vernünftig. Ne? So, 1, 2, 3 und vernünftig. Das hat sich doch mal richtig schön angehört.